Sie wäre froh, wenn er hier anfängt. Die arme Frau trauert selbst, will aber für ihren Sohn stark sein. Sie braucht einfach mehr Zeit für sich. Und er soll sehen, dass das Leben lebenswert ist. Das war ein sehr fürsorglicher Vorschlag, Peter. Ein Vorschlag, der Ben stolz gemacht hätte. So, sorry, dass das Video gerade mal so zwischen der Sprachnachricht von Tante May anfängt. Willkommen zurück zu Marvel Spider-Man, yay! Und ich bin immer noch dabei, dem Mr. Lee hier das Handwerk zu legen. Den komischen, diesen komischen Mr. Schwarz-Weiß, keine Ahnung, irgendwie irgendwas. Und, yo, dann fragen wir mal bei dem guten, Mr. Verdammt, wie hieß nochmal der Vorname? Norman, sorry, Norman Osborn nach, genau. Wenn ich das immer mal schaffe, hier hochzuklettern. Hallo? Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Ey, ohne Witz. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Habt ihr den Balkon gerade gesehen? Niemals würde ich mir sowas zulegen. Niemals. Ich würde sterben. Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Erstmal wieder hacken. So, kann ich einfach. Achso, hier. Na gut. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Soll heißen, besagtes Modul ist. Irgendwo. Hier. Also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen vier davon im Gebäude verteilt zu sein. Sollte es mir leichter machen. Wow. Was zum Teufel? Sicherheitsteams melden. Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Ich dachte schon, es wird einfacher. Ich denke, ihr habt da eher ein kleines Spinnenproblem. Sable Teams, wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Ein Experten? Der Experte klettert gerade hier die Wand hoch. Da ist das zweite Modul. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Initiiere Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Bin jetzt der Kette für. Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Wenn eine Fastfood-Kette. Okay. Nur noch mit zwei Modelle. Alter! Ja, ist ja gut. Darf ich jetzt hier mal einen Witz reißen oder. Na, okay. Na? Wenn du halt eine Fastfood-Kette hast, Achtung, die. An alle Sable-Teams. Boah, ich hasse euch. Eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Also die Sable-Leute. Bleibt wachsam. Verstanden, Zentrale. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. So. Jetzt habt ihr mich soweit. Da ist es. Verdammt. Jetzt ist noch ein Subsystem offline. Überprüft den 85. Stock. Außenbereich. Verstanden, Zentrale. Im Anflug. Ich muss weg. Wow. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Apropos verrückt. Zu spät. Ist dieses letzte Modul. Wo ist dieses letzte Modul? Ja. Da ist das letzte. Das letzte. Das ist auch platziert wie das letzte. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborn ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Nein, hier sind nur wir Spinnen. Die Spinnen.
Spider-Hack, gelang in Normans Büro. Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Wilson? Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Sie aufgeblasener Mistkerl! Sie lügen! Nicht so wütend, Norman. Wir wissen, dass du und Fisk ein Teufelsatemlabor habt. Aber wir wissen noch nicht, wo es ist und was Michaels damit zu tun hat. Hoffen wir, dass dein Computer uns mehr sagt. Aber hier stehen zwei! Ach da. Ah, okay. Okay, mit direkter Aussicht auf den Central Park? Nicht schlecht, nicht schlecht. Mit eigener Bar im Büro, was? Der gönnt sich hier aber richtig. Gönjamin. GR 27. Peer Review Summary. Commissioned by Oscorp. Review conducted by Dr. Isaac Delaney. Drücke A, um die Seite zu zeigen. Okay. So. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. Location redacted. Summarize GRS 27 Status, Expedience and Risks. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. The good. High efficiency. Okay. Consistent results. The bad. Viral delivery mechanism incorrectly targets immune system. Oh, braucht man auch nicht. Infected subjects highly contagious. Contagious, so. One subject exposed. 7 days later, all 40 subjects deceased. Ja, das ist nicht so gut. Gruselig. Ja, in der Tat. Stopp. The ugly. GR 27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. One affected subject could trigger global epidemic. Wow. Lab takes nicknamed the Devil's Breath. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Das ist auch geil oben. Continued Development. Mr. Osborne believes the reward is worth the risk. Ja, das ist wunderbar, dass der das allein entscheidet. Ne? Wenn einer das abkriegt, haben das quasi alle. Aber ja, das ist ja ein Risiko, was man eingehen kann. Ja. Maintain secrecy. If this gets out, PR Nightmare could bring down all of Oscorp. Ja, hättet ihr auch verdient, ganz ehrlich. Also, vor allem wie so eine richtig fesche PowerPoint-Präsi hier aufgeführt. Mitigate risk of exposure. Dr. Michaels should keep only sample on his person at all times. Ja, anstatt das einfach so unter Laborverschluss zu halten, ne, dass das gar nicht ausbrechen kann. Aber hat ja anderswo auch gut geklappt, nicht wahr? Hey Pete, was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable's Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Die kannst du auch nicht alleine lassen. Die ist... Ach Gott. Ich muss zum Central Park. Ja. Bevor sie noch zum zentralen Problem wird. Ja, ich mach dann einfach mal. Okay.
Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Formen hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Na, vielleicht doch. Die ganzen Kredite, die er aufgenommen hat und so weiter, das, spricht ja so eine eigene Sprache. Ich habe in den Notizen hier nachgeschaut von dem Spiel. Angeblich ist der hier schon 63. Also ich hätte den jetzt so auf Mitte 40 eingeschätzt, aber ja gut, wer bin ich schon. Ach cool, hier darf ich scheinbar noch langlaufen. Ja, danke. Wo bist du, MJ? Mist. Natürlich. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Standish ist irgendwo da drin. Ich muss an der Wache vorbei. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Ich hätte die ja vorher mal ausprobiert, aber naja. Muss los, Partner. Ich habe mich seit 15 Minuten nicht unnötig in Gefahr begeben. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Scheiße. Vor allem dann so schön mit dem pinken Kragen. Ich meine, macht der Pete ja auch nicht besser mit seinem rot-blauen Anzug, der effektiv aus 5 Kilometern komplett sichtbar ist. Achso, ich muss LT für den Köder. Ah ja. Wie kann ich denn... Aus dem Weg. Was war das? Ich muss weiter. Jetzt. Ich sehe nach unserem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden? Hausgast. Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Hausgeist. Alles Einbildung. Okay, die haben ja irgendwelche Serversysteme. Ich muss ihn von der Treppe wegbekommen. Einfach so hier draußen stehen. Interessant. Könnte Server von Riot Games sein, so wie der manchmal funktioniert. So, kann ich den denn... Ja, guck mal, du willst doch dein Ding. Ich will ja nicht meckern, ne? Aber eigentlich ist das wieder so ein... Ja, nur so ein Chip, der Geräusche von sich gibt. Schleich. Da war sicher nichts. Was ist das? Was ist was? Ja, geheime Information. Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Hä? Standish ist in echter Gefahr. Ich muss ein Foto davon machen. Aber das Foto hättest du doch auch von da hinten machen können. Boah. Ach, Leute. Hab's. Weiter jetzt. Ich versteh die Leute nicht. Der hätte ich doch ein Zelt drum gebaut. Ja, guck mal hier. Das regnet doch einfach voll auf die... Boah. Schön auf die Geräte, ja, schön auf die ganzen Papiere. Ja, das ist so, so macht man es heute. Ist völlig okay. Standish, ich wusste es. Ich muss zu dem Zelt kommen. Standish macht mir Probleme. Boah, jedes Mal. Oh, ich kann sogar schneller crouchen. Ja, baut die Treppe, baut die Treppe zu mit Zeugs, haben sie gesagt. Das macht's voll Sinn, haben sie gesagt. Standish ist sicher, man. Schaltet auch den Funk ab. Die Presse soll nichts von Michaels oder dem Teufelsatem erfahren. Die Presse. Sie ist nervös. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Könnte echt einen Kaffee brauchen. Freu mich mal. Moment. Steht doch einer. Warte mal eben.
die Ranzmischung wieder. Dude. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Setze Patrouille fort. Das ist so ein Spiel bringt. Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Aber ich bin nicht bereit. Boss, die blind. Im Generator ist die Sicherung durchgebrannt. Oh oh. Setze Patrouille fort. Hä, der sieht mich doch voll, oder? Guck mal. Oh, hätte ich da gerade schon durchgekonnt? Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden, wir sind weg. Der fährt gleich los. Eine gute Deckung. Wenn er nicht in seine Rückspiegel schaut, fährt er denn hin? Los, los, los! Yo! Ja, der hat mich nur 5-mal gesehen. Geschafft. Hier wohne ich jetzt. Mein neues Haus. Ja, das sind diese neuen Box-Houses, von denen die immer reden. Diese Tiny-Houses. Du brauchst nicht viel Miete zahlen, kannst einfach umziehen, wenn du willst. Ja, richtig praktisch. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels, Ma'am. Schickt noch 2 Einheiten. Er hat die einzige Probe des Teufelsatems bei sich. Ich will keine Pandemie auslösen. Verstanden, Ma'am. Egal, wie viele Männer Sable hat. Sie wird Martin Lee nicht stoppen. Wow, Blindfisch. Richtig geil, wenn die auch so Takedowns machen könnte, aber kann die wohl in Teil 2? Und du möchtest abgelenkt werden. Was war das? Meine Casino-Chips. Sie stolpert einfach oben auf der einen Treppe und, ne? Rollt einfach dann so den Rest runter. So, ja, keinem ist es aufgefallen. Ach so. Ja, wie die Geheiminformation. Hä? Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Sollte noch ein Foto machen. Ich verstehe das nicht. Du kannst doch da draußen stehen und davon Foto machen, oder? Nein, nicht im Bild. Klar, hier. Perfekt. Please. Muss hier weg. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. Osborn will ihm keinen anderen anvertrauen. Hoffentlich rächt sich das nicht wie ihn. Oder uns. Schon wieder. Was ist mit dem Licht los? Wasserpause. Glaubst du? Los jetzt. Ja. Na los, na los. Das ist nicht die Reporterin, die ihr sucht. Ich muss... Ja, genau. Und der hat auch keine... Ach so. Dann geh ich halt hier lang. Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will,
Dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie Sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh, wow. Was zum Der gehörte nicht zu Sable. Definitiv keine von Sable. Nein. Tut mir leid, Charlie. Okay, Zeit zu gehen. Nein, er weiß etwas. Und die erinnern mich immer noch an Sturmtruppen. Da machst du nichts. Achso, ja, und sie ist jetzt einfach da. Das war der unangenehmste Schwung meines Lebens. MJ ist unzufrieden. Ah ja. Wenn du den Swing einfach nicht mehr hast. Hey, okay, noch etwas. Tut mir leid, Charlie. Du kriegst den K.O., machst meine Nachforschungen zunichte und sagst dann, tut mir leid, Charlie. Ist das denn alles ein Witz für dich? Was? Ein bisschen? MJ, nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich habe vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht aus Zucker. Das ist aber auch zu gefährlich, MJ. Ich bin eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte? Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Schön. Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sable bringt ihn morgen Mittag da weg. Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter. Daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter. Peter. Gut gemacht, du Superheld. Die Superpfeife. Mann, bin ich genervt. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Genau, erst ein paar Leute verprügeln. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Ah ja, da müsste ich doch noch einige Punkte haben, die ich ausgeben kann. Genau 2, sehr schön. Epizentrum. Ich habe ehrlich gesagt wieder vergessen, wie man den... Ach so, oder im Luftkampf X plus A, um mit explosiver Kraft auf den Boden aufzuschlagen. Mache ich einfach nie. Führen einfach Gegnern unmittelbar einen zweiten Finisher durch. Das würde ich mir sehr gern... Ersparen. Luftschleuderangriffe schleudern Gegner in der Nähe zurück. Die Aufladezeit zwischen den Einsätzen ist kurz. Ja, so als schnelle Hilfe gar nicht mal so schlecht. Überraschungsangriff. Ja, aber dann hast du ja alle trotzdem damit aufmerksam gemacht. Auf dich selbst. Halte Y gedrückt, um interessanten Waffen mit erschütternder Wucht auf Gegner zu werfen. Finde ich auch nicht gut. Das sieht wiederum immer noch sehr brutal aus. Offene Objekte führen allen Gegnern in der Nähe Schaden zu. Gar nicht so doof, weil das mache ich ja gerne mal. Komm, ich nehme das einfach mit. Das hätte ich gerne. Schön die Raketen zurückschmeißen. Was haben wir hier? College-Freunde, Nebenmission. Aha. Was ist das hier? Scharfschützenjagd? Ach komm, das ist gerade mal nah dran. Das schauen wir uns noch an. Spider-Man! Ja, mit dem Gesicht schön gegen die Säule. Moin! Start. Spider-Man! Ich brauche deine Hilfe. Mein Mitbewohner wird seit der Halloween-Party vermisst. Okay, wie heißt er? Letzter Aufenthaltsort? Er heißt Carlos. Ich habe ihn per Gesichtserkennung in den sozialen Netzwerken gesucht. Hier, ich schick dir, was ich gefunden habe. Schlau. Wie heißt du? Philip Chang. Okay, Phil. Ich werde Carlos finden. Wenn du von anderen Vermissten hörst, sag Bescheid. Okay. $5. Ich muss den Ort auf dem Foto finden. Weiter für das
Hier ist die Freiheitsstatue, also muss es viel südlicher sein. Weit weg von der Universität. Wahrscheinlich das Finanzviertel. Hä? Südlicher, Moment, der guckt auf die Freiheitsstatue. Wo ist denn hier die... Was ist denn hier die Freiheitsstatue? Hier, ne? Da unten, perfekt. So, das heißt, irgendwo hier auf irgendeinem Platz. Boah. Okay, da sind so zwei Pavillons oben auf dem Dach. Na, schauen wir mal. $5 darauf, dass es der Rhino-Typ ist. Okay, ich muss den Ort auf dem Foto finden. Ja, ist ja gut. Philipp, ich mache mich auf den Weg zum Aufnahmeort. Von wann ist es? Von vor einer halben Stunde. Coole Heuristik. Hast du den Gesichtstracker selbst entwickelt? Ja, das ist meine Abschlussarbeit. Ich hoffe, ich krieg damit einen Job. Wenn das funktioniert, schreibe ich dir eine Empfehlung. Empfohlen von Spider-Man. Kann ich mir diesen Ort hier mal eben markieren? Ja, kann ich. Sehr gut, dann weiß ich nämlich auch, wo das was heißt. Das ist definitiv weit weg von der ESU. Ich muss nach Süden. Ja, ist ja gut. Komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Vor allem sollte das relativ nah am Wasser sein. Konnte ihm denn keiner das Wasser reichen? Dran wahrscheinlich. So. Mal gucken. Nee, das müsste irgendwo. Sieht aus wie die Gegend da hinten. Ja, und es brennt. Die Studenten benehmen sich wie die auf der Halloween-Party. Lee muss sie verdorben haben. Nee, es sind einfach nur ganz normale Studenten, das ist das Problem. Ja, erstmal rein Tisch machen. Oh, du kommst auf den Boden. Und du kommst auf den Boden. Wo? Was? Wie? Warum? Endlich Studenten verprügeln. Moment, was? Das war der letzte. Was ist passiert? Alles war gut und dann... Nur noch Wut. Ich konnte nicht klar denken. Es ist jetzt vorbei. Aber lieber mal eine Weile kein Internet. Und eine vernünftige Gesichtsanimation habe ich auch nicht. Weile kein Internet. Was? College-Freunde, abgeschlossen. Sehr schön. Das ging tatsächlich. Fixer als gedacht. Tut mir leid. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Mein Gott, er ist ständig zu schnell. Ich glaubte eigentlich, ich bin hier auf Abruf, oder? Peter, ich kann dich doch nicht bezahlen. Ist auch scheißegal, aber komm her. Und arbeite den ganzen Tag. Bis zum Umfallen. Und nach dem Umfallen machst du weiter. So. Das ist auch die Hauptmission, ne? Starke Verbindung, Hauptmission. Ah, ja. Und mal... Eine Situation, wo nicht irgendwer hier überfallen wird oder verprügelt oder beides oder, naja, Bank ausgeraubt. Das ist Miles Mutter. Hallo? Mr. Parker, hier spricht Rio Morales. Vielen Dank, dass Sie Miles den Job im Pfiest-Asyl besorgt haben. Gerne. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Ist auch gut. Entweder das oder mehr Therapie. Du kannst es ja aussuchen, Freundchen.
Naja, ne? Das, was ihr euch eher weniger aussuchen könnt, ist dann wohl eher das hier.